Selbst 12 Jahre nach seinem ursprünglichen Release bleibt der Mass Effect 3 Multiplayer eine unvergleichliche Erfahrung. Falls ihr bisher noch nicht in den Genuss dieses Spielmodus kamt oder alte Erinnerungen wiederbeleben möchtet, aber nicht wisst, wie der aktuelle technische Stand ist oder wo ihr anfangen sollt, seid ihr hier genau richtig. In der Beschreibung findet ihr Timestamps, sodass ihr zu den Infos springen könnt, die ihr sucht. Vor 3 Jahren habe ich bereits einmal das Spielprinzip und die Entwicklung dieses Spielmodus zusammengefasst, aber lasst es mich kurz runterbrechen. Ihr tretet mit bis zu 3 anderen Spielern gegen Wellen aus Gegnern verschiedener Fraktionen an und müsst diese überleben. Zwischen den Runden könnt ihr eure Charaktere skillen, eure Ausrüstung austauschen und Packs öffnen, um neue Charaktere, Waffen sowie Ausrüstungsteile freizuschalten. Obwohl dieser Spielmodus eher ein Nebenprodukt war, hat er eine sehr befriedigende Gameplay-Loop, die kaum ein anderes Spiel so hinbekommt. Um den ME3 Multiplayer spielen zu können, benötigt ihr zwingend die ursprüngliche 2012er-Version des Spiels. Die Legendary Edition erhielt trotz ständiger Bitten der Community keine Portierung dieses Modus. ME3 2012 ist im EA Play Programm enthalten, kostet sonst aber über die EA App, auch bekannt unter ihrem alten Namen Origin, immer noch knackige 30 Euro. Ähnlich sieht es auch auf Steam aus und noch dazu ist das Spiel dann an gleich 2 Launcher gekoppelt, also rate ich davon ab. Auf MMOGA ist das Spiel erstaunlicherweise sogar noch teurer. Wenn euch der Preis also zu hoch ist, werdet ihr wohl einen Sale abwarten müssen. Sobald das Spiel installiert ist, muss euer erster Weg in die DLC-Sektion führen. Für den Multiplayer gab es 5 kostenlose DLCs, die ihr zwingend benötigt, da ihr nur mit Leuten gematcht werden könnt, die die gleiche DLC-Konstellation haben. Die Multiplayer-DLCs sind Resurgence bzw. Wiederauferstehung, Rebellion, Earth bzw. Erde, Retaliation bzw. Vergeltung sowie Reckoning bzw. Abrechnung. Wenn dies erledigt ist, ist ein guter Zeitpunkt, euch den ME3 Tweaks Mod Manager herunterzuladen und diesen ein Backup eurer Installation für später erstellen zu lassen. Es gibt eine Vielzahl von Mods, die alle möglichen Parameter verändern oder Bugs beheben und ihr könnt auch sehr leicht eigene Mods über ein entsprechendes Tool erstellen oder bestehende Mods für eure Zwecke verändern. Wichtig ist zu wissen, dass immer die Mod-Konfiguration des Hosts gilt, ihr aber in der Regel mit jedem Spieler ohne Probleme gematcht werden könnt. 2 Ausnahmen sind die beiden Fan-DLCs Redemption und Rejection, die zwingend erfordern, dass alle beteiligten Spieler sie installiert haben und selbst dann ihre eigenen Probleme mitbringen. Nun könnt ihr ins Spiel starten. Falls euer Spiel beim Laden in den Multiplayer abstürzen sollte, enthält der Mod-Manager unter dem Menüpunkt ASI Mods den Retaliation Glitch Crash Fix. Dieser deaktiviert die Ingame-Ranglisten, die für den Absturz verantwortlich sind. Wenn ihr zum ersten Mal spielt, werdet ihr zunächst nur Zugang zu 5 Starterwaffen und den grundlegenden menschlichen Charakteren der 6 Klassen haben. Die männlichen und weiblichen Varianten sind spielerisch identisch, ermöglichen euch aber 2 separate Loadouts zu speichern, wenn ihr euch nicht festlegen wollt. Anders als im Nachfolger Mass Effect Andromeda, levelt ihr hier immer die Klasse als Ganzes statt einzelner Charaktere. Jeder Charakter hat 3 aktive Fähigkeiten, einen passiven Skillbaum und einen Fitnessbaum. Nach Rang 3 teilen sich alle Skilltrees nochmal auf, sodass ihr immer die Wahl zwischen 2 verschiedenen Weiterentwicklungen habt. Das Level Cap liegt im Multiplayer bei 20, was euch am Ende 84 Skillpunkte gibt, die ihr auf 5 Skills verteilen könnt. Das ist genug, um 4 der 5 Skilltrees komplett auszufüllen. Ein 66066 Build lässt zum Beispiel die 3. Fähigkeit komplett aus, während ein 66563 Build diese nicht komplett skillt, um dafür die grundlegenden Fitness Perks mitnehmen zu können. Einige Charaktere können so sehr vielseitig geskillt werden. Ihr könnt außerdem immer 2 Waffen tragen, wobei ihr das nicht immer solltet, da sich das Gewicht eures Loadouts auf die Abklingzeit eurer Fähigkeiten auswirkt. Charaktere, die sich sehr auf ihre aktiven Fähigkeiten oder Nahkampf verlassen, wollen also in der Regel nur eine leichte Waffe mitnehmen, im Idealfall mit Mods für mehr Fähigkeitenschaden oder Nahkampfschaden. Charaktere mit dauerhaft aktiven Fähigkeiten wie Tech Armor oder Barriere, insbesondere mit Granatenfähigkeiten, die keinen Cooldown haben, sondern separate Munition verwenden, können dafür bedenkenlos schwerere Waffen mitnehmen. Die Starter-Charaktere sind alle ziemlich brauchbar, selbst für die höheren Schwierigkeitsgrade. Von den Waffen kann man das aber nicht sagen. Die beste Starterwaffe ist das Mantis-Scharfschützengewehr. Sein Schaden ist ziemlich solide, es lädt insbesondere mit Reload-Canceling schnell nach und durch sein geringes Gewicht kann es auch eine gute Zweitwaffe für Charaktere sein, die sonst eher im Nahkampf oder mit Fähigkeiten kämpfen. Ideal ist es natürlich für Infiltratoren, dank der Schadensboni, die sie durch ihre taktische Tarnung erhalten. Der Experte ist eine gute Alternative, wenn ihr bereits mit Power-Kombos umzugehen wisst. Das gleiche gilt für die Ingenieure und Wächter. Soldaten würde ich mit den Startwaffen meiden. Interessanter ist der Frontkämpfer, dessen Kombo aus symbiotischen Sturmangriff und Nova gut aufräumen kann. In dem Fall solltet ihr aber selbst hosten oder auf einen guten Host hoffen.
Diese Klasse ist recht anfällig für Lag. Später werdet ihr weitere Charaktere mit eigenen Fähigkeiten und Spezies-Boni freischalten. Turianer haben zum Beispiel in der Regel eine höhere Genauigkeit und können besser mit Waffenrückstoß umgehen, aber dafür nicht ausweichen. Letzteres gilt auch für Kroganer, auf die aber im Nahkampf stets Verlass ist. Drell sind sehr schnell und haben oft sehr starke Fähigkeiten, aber aufgrund ihrer geringen Gesundheit sind sie recht schwer zu spielen. Asari bringen immer irgendwie biotische Fähigkeiten mit, Geth verlassen sich sehr auf ihre Schilde. Die Eigenheiten der verschiedenen Spezies, die aktiven Fähigkeiten der Charaktere und eure Waffen sinnvoll miteinander zu kombinieren, ist einer der interessantesten Aspekte des Spiels. Starten wir in unser erstes Match. Wenn ihr selbst hosten wollt, erstellt ihr ein neues Match, ansonsten wählt ihr Quick Match. Hosts können eine öffentliche Lobby erstellen, der andere per Quick Match beitreten können, oder eine private Lobby für Solos oder ausgewählte Mitspieler. In beiden Fällen könnt ihr eine Karte, Gegnerfraktion und Schwierigkeit aussuchen. Wenn ihr die ersten beiden auf unbekannt lasst, erhaltet ihr mehr XP. Die Kartenauswahl hat recht wenig Relevanz, auch wenn manche Karten etwas einfacher sind oder Gimmicks haben, die beachtet werden müssen. Bei den Gegnern habt ihr die Wahl zwischen Reapern, Cerberus, Geth und Kollektoren. Von letzteren solltet ihr euch als neuer Spieler möglichst fernhalten, da sie vergleichsweise stark sind. Die Geth sind besonders, da sie keine Einheit haben, die eine Instant-Kill-Animation besitzt, dafür staggern sie mehr. Ansonsten könnt ihr hier eigentlich nichts falsch machen. Der Host, in der Lobby auch als Leader bezeichnet, legt auch die Schwierigkeit fest. Diese fängt bei Bronze an und reicht in 4 Stufen bis Platin. Mit steigender Schwierigkeit erhöhen sich natürlich auch die Belohnungen, aber überschätzt euch nicht. Selbst die Hardcore- und Insanity-Schwierigkeiten im Singleplayer bereiten euch kaum auf den Multiplayer vor. Auf höheren Schwierigkeitsgraden werdet ihr früher und häufiger mit Bossgegnern wie Banshees, Phantomen oder Geth Primes konfrontiert und auf Platin werden die Gegnerfraktionen auch noch gemischt. Bevor ihr in ein Match startet, wählt den Menüpunkt Charakter und dann Ausrüstung. Hier solltet ihr 4 Slots sehen. Wenn ihr nur 3 habt, habt ihr mir nicht zugehört und nicht alle DLCs installiert oder irgendwas ist dabei schiefgegangen. Die Munitions-, Waffen- und Rüstungsboni sind Verbrauchsgegenstände, die euren Waffen zusätzliche Eigenschaften geben, ihren Schaden erhöhen oder andere Aspekte eures Charakters verstärken. Wie sehr ihr diese braucht, hängt von der Schwierigkeit und eurem Können ab, aber es spricht eigentlich nie was dagegen, zumindest 1er- und 2er-Versionen dieser Items auszurüsten, insbesondere wenn ihr levelt. Der 4. Slot ist für einen Ausrüstungsgegenstand. Dieser wird nicht verbraucht, es gibt also keinen Grund darauf zu verzichten. Jedes Match besteht aus 11 Wellen, 7 reguläre, 3 Objective-Wellen und eine Extraktionswelle. Jede Welle hat ein eigenes Gegnerbudget, das ausgeschöpft werden muss. In den Objective- und Extraktionswellen spawnen Gegner aber auch bei erschöpftem Budget weiter, bis das Ziel erreicht wurde bzw. das Match endet. Ohne Mods sind immer maximal 8 Gegner plus von diesen gespawnte Pets auf dem Spielfeld. Die Objective-Wellen sind immer die Wellen 3, 6 und 10 und das sind auch die Wellen, für die ihr bezahlt werdet. Welle 3 gibt etwa ein Sechstel des Match-Payouts, Welle 6 ein Drittel und Welle 10 die Hälfte. Einen weiteren spielerspezifischen Bonus gibt es, wenn ihr euch am Ende des Matches in der Extraktionszone befindet. Das Match-Payout hängt von der Schwierigkeit und installierten Mods ab. In Vanilla reicht diese Schwanne von ca. 15.000 Credits auf Bronze bis zu um die 150.000 auf Platin. Die Objective-Wellen geben euch immer ein zufälliges Ziel, das es zu erfüllen gilt. Mit Ausnahme von Assassination habt ihr dazu immer 5 Minuten Zeit. Je schneller ihr seid, desto größer die Belohnung. Assassination startet mit einem etwa 90-sekündigen Timer, der mit jedem getöteten Ziel erhöht wird. Standardmäßig gilt es hier 4 Ziele zu töten. Das ist ein guter Zeitpunkt, um Fähigkeiten mit Flächenschaden oder euren Raketenwerfer auszupacken, denn wenn ihr gleichzeitig mit dem Ziel auch andere Gegner tötet, besteht die Chance, dass euer nächstes Ziel als schwächerer Gegnertyp gespawnt wird. Hacken bedeutet, dass ihr einen festen Ort verteidigen müsst. Je mehr Spieler sich im Kreis befinden, desto schneller kann das Ziel abgeschlossen werden. Eskorte funktioniert ähnlich, ihr müsst dabei aber eine Drohne auf einem festen Pfad begleiten, dafür lädt sie gelegentlich eure Schilder auf. Falls die Zone zum Kämpfen ist, braucht ihr aber keine Angst davor zu haben, diese zunächst zu verlassen und eure Gegner woanders hinzulocken, bevor ihr das Ziel abschließt. Devices erfordert die Aktivierung von 4 Geräten auf der Karte, in fester Reihenfolge. Es können zwar mehrere Spieler ein Gerät aktivieren, das bringt aber nichts. Im Idealfall erledigt das ein entsprechend geskillter Infiltrator, aber es ist nie verkehrt, wenn das übrige Team den aktivierenden Spieler Feuerschutz gibt. Und dann ist da noch Retrieval, auch Pizza genannt. Hierzu müsst ihr 2 Objekte von ihrem Spawnpunkt zur Extraktionszone tragen. Normalerweise kann der tragende Spieler nicht rennen, ausweichen, sich tarnen oder Fähigkeiten zur schnelleren Fortbewegung wie den biotischen Sturmangriff einsetzen.
In der Praxis könnt ihr aber mit der Pizza rennen, indem ihr die Kamera etwas zum Boden neigt und, sobald ihr lauft, die entsprechende Taste spammt. Dies wird im Idealfall vom Host erledigt, führt aber dazu, dass ihr mit dem Objective laufen könnt, da ihr es aus einer gewissen Distanz aufnehmen könnt. Mods wie Multiplayer Reborn machen das Laufen mit der Pizza zum Standard und ermöglichen auch den Einsatz von Tarnung und Sturmangriff mit dieser, wodurch Infiltratoren und Frontkämpfer gut für diesen Job geeignet sind. Dafür müssen dann drei Objekte beschafft werden. Die letzte Welle ist immer die Extraktionswelle. Diese könnt ihr als eine Art Ehrenrunde betrachten. Gegner spawnen unbegrenzt nach, ihr könnt also versuchen, noch möglichst viele Punkte zu sammeln oder sie einfach über die Map kiten. In der Regel solltet ihr aber nicht in der Extraktionszone campen, sondern euch erst in den letzten 30 Sekunden dort sammeln. Es ist nicht tragisch, wenn ihr am Ende nicht dort seid oder euer Team sogar in dieser Welle wiped, aber gerade wenn eure Teammates am Leveln sind, werden sie sich freuen, wenn das Squad am Ende vollzählig ist und ihr so den Full Extraction Bonus erhaltet. Wenn ihr noch nicht eure 3 Killstreaks habt, könnte es sich lohnen, jetzt nochmal nach entsprechenden Gelegenheiten zu suchen. Sprechen wir über ein paar wichtige Mechaniken. Während ihr spielt, wird euch auffallen, dass viele Angriffe zwar eure Schilde oder Barriere zusammenbrechen lassen, aber keinen weiteren Schaden verursachen, wenn ihr nicht erneut getroffen werdet. Mass Effect 3 arbeitet mit einem sogenannten Shield Gate. Ein einzelner Angriff kann in der Regel nicht sowohl eure Schilde zerstören, als auch eure Gesundheit beschädigen. Ein ähnlicher Effekt namens Health Gate tritt ein, wenn eure Gesundheit auf ein kritisches Level fällt. Auf Distanz brauchen also selbst die stärksten Gegner 3 Treffer, damit ihr zu Boden geht. Es ist kein Zufall, dass viele Gegner mit Dreier-Salven arbeiten. Gegner profitieren hiervon ebenfalls, aber in einem verringerten Maß, da sie keine Unverwundbarkeit, sondern nur eine Schadensreduktion erhalten. Beide Gates haben einen Cooldown von einigen Sekunden, und Granaten sowie Sing-Kills umgehen sie, also fühlt euch nicht zu sicher. Falls ihr zu Boden geht, keine Panik. Es dauert eine Weile, bis ihr ausblutet. Diese Zeitspanne könnt ihr durch Spammen der Leertaste verlängern. In dieser Zeit können euch eure Teammates wiederbeleben, aber selbst wenn dies nicht geschehen sollte, werden alle Spieler am Ende einer Welle wiederbelebt. Solange ihr nicht ausgeblutet seid, könnt ihr außerdem Medigel einsetzen, um euch selbst wiederzubeleben. Das bietet sich vor allem dann an, wenn ein feindlicher Soldat zu einem Gnadenstoß, in der Regel ein gezielter Tritt auf euren Charakter, ansetzt. Das könnt ihr aber nur ein paar Mal pro Match tun und ihr solltet davon absehen, dies zu tun, wenn sich Gegner wie Phantome in der unmittelbaren Nähe befinden. Diese Gegner können eine Instant-Kill-Animation, auch Sync-Kill genannt, ausführen. Ein guter Teammate belebt natürlich wieder, aber es ist auch wichtig zu wissen, wann ihr das lieber lasst. Es bringt nichts, wenn im Team am Ende 2 Spieler fehlen. Gegner mit solchen Fähigkeiten sind der Atlas, Banshees, Rohlinge, Phantome, Ableger und Prätorianer. In diesem Fall blutet ihr sofort aus und müsst bis zum Ende der Welle warten. Die meisten Gegner mit dieser Fähigkeit müssen euch vorher einmal mit einem Nahkampfangriff treffen. Eine Ausnahme sind Banshees. Gerade Frontkämpfer sollten also nicht in diese reinchargen, insbesondere wenn die Banshee gerade selbst biotische Sprünge durchführt. Ein weiterer Sonderfall sind Prätorianer. Zwar gilt für sie die übliche Regel, aber der Abstand zwischen ihren Angriffen ist sehr kurz, sodass nach einem Nahkampftreffer oft keine Chance besteht zu entkommen. Wenn ihr seht, dass ein Teammate dabei ist, Opfer eines solchen Angriffs zu werden, könnt ihr ihn unter Umständen retten, indem ihr den ausführenden Gegner staggert oder tötet. Husks und Abominations können euch ebenfalls in eine spezielle Animation zwingen, diese könnt ihr aber durch Spammen der Nahkampftaste abwehren. In diesem Zeitraum seid ihr aber ein leichtes Ziel für andere Gegner. Abominations sind außerdem speziell in der Hinsicht, dass ihr hier nicht einschreiten solltet, wenn sie eure Teammates anspringen. Diese Gegner explodieren nach ihrem Tod, es sei denn, ihr Kopf wird zerstört, was im Rahmen der Abwehranimation immer geschieht. Diese Animationen setzen außerdem voraus, dass sich euer Gegner und euer Charakter auf der gleichen Höhe befinden. Auf Rampen seid ihr also in der Regel sicher. Da wir schon vom Medigel gesprochen haben, gehen wir weiter zu euren Verbrauchsgegenständen. Am Anfang könnt ihr nur je 2 davon tragen, später steigt diese Zahl auf bis zu 6 und einige Ausrüstungsgegenstände können die Kapazität für eines dieser Items weiter erhöhen. Auf der 5 liegt der Raketenwerfer. Alles, was ihr damit direkt trifft, ist danach auf jeden Fall tot und Gegner im unmittelbaren Umfeld auch. Wenn ihr euch einen Weg freischießen oder einen Teammate retten müsst, kann der Raketenwerfer eure beste oder sogar einzige Chance sein. Fortgeschrittene Spieler, die selten auf dieses Item angewiesen sind, benutzen sie gerne in Welle 8 und 9, um feindliche Spawns zu nuken und so das Match zu beschleunigen. Der Raketenwerfer ist außerdem einer der zuverlässigsten Wege, um Killstreaks zu erzielen, was immer schön ist, wenn ihr levelt. Das Orbs Survival Pack liegt auf der 6 und lädt eure Schilde sowie Gesundheit sofort wieder auf und verleiht euch kurze Unverwundbarkeit. Das ist praktisch das proaktive Gegenstück zum Medigel. Auf der 8 liegt das Thermoclip Pack, mit dem ihr eure Munition und Granaten wieder auffüllen könnt, falls ihr es nicht zu einer Munitionsbox schafft.
Das ist aber mit Abstand der schwächste Verbrauchsgegenstand, wobei er euch auch einen kurzzeitigen Schadensboost verleiht, der manchmal als Alternative zum Raketenwerfer Verwendung findet. Medigear liegt standardmäßig auf der 7, ich empfehle euch aber, einen sekundären Keybind dafür auf die Taste E zu legen. Der Grund dafür hat mit einer anderen Eigenheit des Spiels zu tun, die ihr euch früh antrainieren könnt: Reload Cancelling. Wenn ihr eure Waffen nachladet, zählt eure Munition im Magazin in dem Moment als aufgefüllt, in dem der Charakter das neue Magazin lädt. Die Animation geht je nach Waffe aber danach noch weiter. Wenn ihr nach diesem Punkt eine Fähigkeit aktiviert, wird die Animation abgebrochen, aber ihr habt schon nachgeladen. Je nach Waffe könnt ihr so ziemlich viel zusätzliche Feuerkraft rausschlagen. Zwei solche Kandidaten sind die Claymore Schrotflinte und das Widow Scharfschützengewehr. Auch das Mantis, also euer Start-Scharfschützengewehr, profitiert recht viel davon, ihr könnt damit also gut üben. Medigear zählt für diese Zwecke als Fähigkeit, aber ohne dass ihr auch noch Cooldowns beachten müsst und solange ihr nicht am Boden liegt, wird auch kein Medigear verbraucht. Tatsächlich funktioniert das für diesen Zweck sogar dann, wenn ihr gar kein Medigear mehr habt. Wenn ihr eure Gegner anvisiert, wird euch auffallen, dass es vier Typen von Hitpoints gibt. Schilde und Barrieren verhalten sich ziemlich ähnlich und sind für die meisten Zwecke identisch. Biotika haben einfach Barrieren anstelle von Schilden. Diese beiden Typen regenerieren sich von selbst. Gesundheit ist in Segmente unterteilt und regeneriert sich üblicherweise nur innerhalb eines Segments. Zwischen den Wellen bekommt ihr aber auch Gesundheit zurück. Wie viel hängt von der eingestellten Schwierigkeit ab. Rüstung habt ihr als Spieler nicht, für Gegner ist ihr aber eine Version von Gesundheit, die reduzierten Schaden aus allen Quellen nimmt. Dieser wird pro Projektil berechnet. Schnellfeuerwaffen mit niedrigem Schaden pro Schuss sind also stärker betroffen, sofern sie Rüstung nicht aufgrund anderer Eigenschaften ignorieren. Stärkere Gegner haben Rüstung anstelle von Gesundheit. Dies ist nicht zu verwechseln mit Rüstungsplatten, die manche Gegner erwerben können und ebenfalls Schaden abwehren, aber ihre eigenen Hitpoints haben. In der Regel könnt ihr aber Schilde und Barrieren sowie Gesundheit und Rüstung als jeweils einen Block betrachten. Einige Gegner haben außerdem eigene Schwachpunkte, deren Zerstörung weiteren Schaden verursacht und in der Regel garantiert staggert. Einige Fähigkeiten lassen sich auch zu Kombos verketten. Eine Kombo besteht immer aus einem Primer und einem Detonator. Manche Fähigkeiten können sogar beides sein. Warp ist hier ein echtes Schweizer Taschenmesser, aber solche Fähigkeiten können sich nicht selbst detonieren. Wenn ihr es richtig macht, entsteht zusätzlich zu den üblichen Wirkungen der genutzten Fähigkeiten auch eine Explosion, die zusätzlichen Schaden um den betroffenen Gegner herum verursacht. Besonders wichtig sind Feuer- und biotische Explosionen, während Kryo-Explosionen seltener und Tech-Bursts kaum bemerkbar sind. Viele Charaktere können ganz alleine Kombos erzeugen, während andere sich auf das Primen oder Detonieren spezialisieren. In dem Fall setzt es aber natürlich eine gute Koordination mit euren Teammates voraus. Nun habt ihr euer Match abgeschlossen, eure Credits erhalten und wollt diese ausgeben. Mass Effect 3 arbeitet mit einem Lootbox-Store. Die können zugegebenermaßen mit echtem Geld gekauft werden, aber insbesondere in Zeiten von Multiplayer-Mods gibt es wirklich keinen guten Grund dazu. Wenn ihr alle DLCs habt, werdet ihr 7 Packs zur Auswahl haben. Das Jumbo Equipment Pack dient in erster Linie dazu, eure Verbrauchsgegenstände aufzufüllen, ihr werdet es aber selten bis nie brauchen. Beim Rest ist es sinnvoll, sich hochzuarbeiten. Kauft Rekrutenpacks, bis ihr eure Starterwaffen auf Level 10 gebracht und alle Farbeinstellungen für die Startercharaktere freigeschaltet habt. Danach geht ihr auf die Veteranenpacks, bis ihr alle ungewöhnlichen Items mit dem silbernen Rand gemaxt habt. Anschließend könnt ihr auf das Premium Spectre Pack hochgehen. Die Arsenal- und Reservepacks sind spezialisierte Versionen des Premium Spectre Packs für Waffen und Charaktere. Wenn euch nur noch Ultra Rares fehlen, könnt ihr entweder weiter mit Premium Spectre Packs arbeiten oder ihr geht auf normale Spectre Packs für die zusätzlichen Booster. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ihr wissen könnt, wann ihr alles aus einem der Packs habt. Ihr könnt sowohl eure eigenen Unlocks als auch die anderer Spieler und übrigens auch deren Character-Builds über das N7HQ einsehen, welches ich in der Beschreibung verlinken werde. Credits zu cheaten ist inzwischen ziemlich einfach und es kontrolliert auch niemand mehr von offizieller Seite. Allerdings rate ich euch davon ab, die Multiplayer-Progression zu überspringen, solange ihr nicht zumindest alle seltenen Items gemaxt habt oder sehr gut darin seid, euch selbst zu motivieren. Eine weitere Eigenheit, die ihr ausnutzen könnt, ist die Tatsache, dass die gezogenen Items von euren DLCs abhängen. Wenn ihr also gezielt DLCs entfernt, könnt ihr bestimmen, welche Items gezogen werden können. Diese Progression kann sehr motivierend sein, solange ihr nicht versucht, euch auf ein einziges Loadout festzulegen. Das hier ist kein Spiel, in dem man groß einzelne Charaktere mainen sollte. Experimentiert! Es sind zwar nicht alle Waffen und Charaktere gleich stark, aber es gibt so gut wie nichts, was nicht in irgendeiner Kombination sinnvoll eingesetzt werden kann. Um das Können eurer Mitspieler einschätzen zu können, gibt es zwei Werte, die ihr in der Lobby sehen könnt. Den N7-Rang und den Challenge-Score.
Erstere hat nur eine begrenzte Aussagekraft, da er sich nur erhöht, wenn Leute gezielt Klassen, die Stufe 20 erreicht haben, befördern und neu leveln. Dies kann nützlich sein, wenn ihr mehrere Charaktere in einer Klasse neu skillen möchtet, bringt aber ansonsten keine Vorteile. Spieler, die nie befördern, sind auf einen N7-Score von 120 beschränkt. Was dazu führt, dass viele 120er Spieler sehr gut sind, während viele Spieler darüber, zumindest solange wir im dreistelligen Bereich bleiben, es nicht sind. Der Challenge Score ist wesentlich geeigneter, da er nicht übermäßig erhöht werden kann, ohne mit vielen verschiedenen Charakteren und Waffen zu spielen. Wie gesagt, legt euch nicht zu sehr auf einzelne Charaktere fest. Bei einem hohen Challenge Score könnt ihr also davon ausgehen, dass der Spieler viel Erfahrung hat. Da ich bei der Lobby-Erstellung schon von Solos gesprochen habe, die Hack- und Eskorten-Objectives werden auf die aktuelle Spieleranzahl angepasst, alles andere allerdings nicht. Solos sind eine beliebte zusätzliche Herausforderung, aber sie sind alles andere als zeiteffizient. Ihr bekommt auch weniger Erfahrung, da die Boni, die sonst für das ganze Team gelten würden, nur einmal statt bis zu viermal gezählt werden. Löscht bitte den Begriff Killstealing für dieses Spiel aus eurem Gedächtnis. ME3 ist ein kooperatives Spiel. Eure Punktzahlen werden am Ende zusammengerechnet und jedem Spieler als Erfahrung gutgeschrieben. Von der Wertigkeit her gibt es keine Unterscheidung zwischen Kills und Assists. Und die Punkte, die euch persönlich gutgeschrieben werden, hängen davon ab, welchen Schadensanteil ihr bei diesem Gegner hattet. Es ist auch völlig normal, dass einige Klassen leichter hohe Punktzahlen erreichen als andere. Messt euren Beitrag oder den eurer Teammates also nicht anhand der nackten Punktzahlen. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, herzlichen Glückwunsch, ihr wisst nun alles, was ihr wissen müsst, um eure ME3-Multiplayer-Reise zu beginnen oder wieder aufzunehmen. Falls ihr meint, dass ich etwas vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, wie der Bedarf nach so langer Zeit aussieht, aber vielleicht macht es sogar Sinn, noch ein paar Videos mehr springen zu lassen. Bis dahin, stand fast, stand strong, stand together and hold the line.